Um Haaresbreite. Ein Kurzhörspiel von Stefanie Pelzer. Ich kam benommen zu mir. Mir drehte sich alles. Was war passiert? Wo war ich? Professor, wo sind Sie? Wie durch eine weiße Wattewolke sah ich ein fahles Licht von oben. Ich musste mich dringend orientieren. Professor, wo sind Sie? War ich in einer Höhle? Kein Schall war wahrzunehmen. Professor! Keine Antwort. Höchste Zeit, etwas zu unternehmen. Ich rappelte mich hoch. Der Untergrund schien seltsam nachgiebig zu sein. Fast meinte ich, ein unheilvolles Schwanken unter den Füßen auszumachen. Higgins! Higgins, zu Hilfe! Professor, ich komme! Ich eile! Wo sind Sie? Ich kann mich nicht bewegen, Higgins! Beeilen Sie sich! Irgendetwas drückt mich auf der Brust! Jetzt erst bemerkte ich, dass ich vollkommen und an jedem Zentimeter meines Körpers nackt war. Wie peinlich! Was war hier nur los? Eine Produktion von hörtalk.de, gesprochen von Oliver Weckauf. Was wie Pech und Schwefel, diese Kopfschmerzen! Vorsichtig tastete ich mich durch das Halbdunkel aufwärts, kam aber immer wieder ins Straucheln. War da vorne nicht Licht? Harren Sie aus, Professor! Ich bin auf dem Weg! Ah, endlich Licht und Luft. Beherzt tat ich einen großen Sprung aus dem fast runden Ausgang und war dem merkwürdigen weißen Berg entkommen. Higgins, was dauert denn so lange? Ja, ja, ich beeil mich doch. Schneller geht es beim besten Willen nicht. Die gedämpften Rufe meines Professors drangen aus einem zweiten, weißen Berg zu meiner Linken. Ich seufzte laut und ging darauf zu. Irgendwo musste ich einen Eingang finden. Wo ist denn hier? Ich hab's gleich. Momentchen noch. Ich kann meine Brille nicht finden. Sabalot, wie ungemütlich. Ich bin gleich bei Ihnen, Professor. Nur noch durch diesen Gang gerutscht. Mit einem Purzelbaum kam ich vor dem Professor zu liegen. Peinlich berührt starrten wir uns einen Moment an. Er war so splitterfasernackt wie ich. Die bessere Figur machte ohne Zweifel ich. Richtig trösten konnte mich dieser Umstand allerdings nicht. Da bin ich, Professor. Sind Sie verletzt? Beim Hippokrates? Nein, bin ich nicht. Und nun helfen Sie mir, Higgins. Ich kann meine Brille nicht finden und sehe so gut wie nichts mehr. Aber ja, Professor. Halten Sie sich an meinem Ärmel, an meinem Arm fest. Wir müssen nur wieder diese Steigung hoch. Achtung, hier ist eine Verwerfung am Boden. Und rutschen Sie nicht aus. Donnerwetter. Ist das glatt? Wenn man den Weg wieder bergauf... Gibt es keinen anderen Ausgang hier? Warten Sie mal. Doch, da hinten könnte vielleicht... Dort fällt Licht herein. Dann sputen wir uns, mein Bester. Ich will ja nicht darauf herumreiten. Aber ohne Kleidung fühle ich mich sehr unwohl. Tja. Kommen Sie hier lang. Ja, das könnte klappen. Langsam, nicht stolpern. Wir arbeiteten uns Schritt für Schritt auf das Licht zu. Der helle Spalt wurde größer, bis... Professor, wir haben es geschafft. Ein glücklicher Umstand, dass der Boden so weich ist. Sie halten mich doch fest, Higgins. Ich springe jetzt, Professor. Und dann kommen Sie. Keine Angst, ich werde Sie auffangen. Nur Mut, Professor. Sie haben gut reden. Nun denn. Ich hab Sie. In der Tat. Höchst erstaunlich. Ich hätte niemals damit gerechnet. Jetzt sitzen wir ganz schön in der Patsche, Professor. Ja, ja, mein lieber Higgins. In der Tat. Aber trotz allem bin ich hocherfreut. Hocherfreut?
Ich kann Ihnen nur zum Teil beipflichten. Die Situation ist nicht die erfreulichste, wenn ich das anmerken darf. Tö, mein Guter, die paar Inkommoditäten. Professor, haben Sie schon mal nach oben geschaut? Wie ich Ihnen bereits erklärt habe, Higgins, sehe ich nicht besonders gut ohne meine Augengläser. Dann will ich mal die Lage für Sie umreißen. Vielleicht sehen Sie undeutlich diese große plateauartige Landschaft, so ungefähr 30 Manneslängen über uns? In der Tat. Ich erkenne, worauf Sie hinaus wollen. Nun, man kann nicht immer alles gleichzeitig denken, nicht wahr, Higgins? Das scheint mir auch so. Unter normalen Umständen würde ich sagen, schauen Sie doch mal in Ihre Taschen, ob sich dort etwas für unsere Lage Nützliches befindet, oder so? Die nackten Tatsachen sprechen eine andere Sprache, Professor. Was machen wir denn nun? Es ist aussichtslos. Aussichtslos gibt es nicht in der Wissenschaft. Das sollten Sie doch bei mir gelernt haben. Wie Sie meinen. Jedoch fällt mir im Moment absolut rein gar nichts ein, was uns weiterhelfen könnte. Da, mit einem Mal verdunkelte sich der Himmel und ein alles durchdringendes Brummen setzte ein. Ich musste mir die Ohren zuhalten, so dröhnte es in meinem Schädel. Achtung! Ducken Sie sich, Professor! Gute Güte! Was? Was ist das? Ist das etwa eine Brachygera? Gewaltige, in alle Farben schillernde, bedrohlich wirkende Facettenaugen in einem haarig, merkwürdig ausdruckslosen Antlitz blieben direkt vor meinem Gesicht in der Luft stehen. Ein tiefes Summen und Dröhnen raubte mir fast die Sinne. Egal! Kommen Sie! Hier, unter den weißen Vorsprung! Sieht aus wie eine gigantische Musca Domestica! Großartig! Musca Domestica Gigantus sozusagen! Wenn ich doch nur meine Brille... Ja, wirklich faszinierend, Professor. Aber die Situation ist mehr als bedrohlich. Das Biest ist fast dreimal so groß wie wir. Lamentieren Sie nicht so viel, Higgins. Wir müssen handeln, und zwar augenblicklich. Versuchen Sie, eins der Beine zu erwischen und halten Sie sich daran fest. Und passen Sie auf die Krallen auf. Sie sind messerscharf. Sie glauben doch nicht ernsthaft, dass ich mich an dieses Ungeheuer... Tun Sie, was ich Ihnen sage. Es ist unsere einzige Chance. Natürlich hatte er recht. Und ich wusste es. Doch es bedurfte meiner ganzen Überwindung, seiner Anweisung zu folgen. Mehrfach musste ich dem fiesen Monster ausweichen, dessen sechs Beine schlaff unter dem Körper hingen, wie die Gewichte an einem Fesselballon. Die Krallen am Ende der widerlich behaarten Beine sahen in der Tat gemeingefährlich aus. Ein falscher Griff und ich würde mir über nichts mehr in meinem viel zu kurzen Leben Gedanken machen müssen. Im Augenwinkel sah ich, wie der Professor erstaunlich geschickt nach einem der Beine griff. Ich ergab mich meinem Schicksal und griff ebenfalls zu. Ah, Professor! Ich bin hier, Higgins! Direkt hinter Ihnen! Bewahren Sie einen coolen Kopf und warten Sie auf mein Kommando! Und nun halten Sie sich gut fest! Ist gut! Sie sind der Kopf! Du meine Güte, wie das stinkt! Gestank war gar kein Ausdruck. Die abstoßend üblen Ausdünstungen waberten in beinahe sichtbaren Schlieren vor meiner Nase. Sind Sie schon einmal durch eine Müllkippe gewartet? So in etwa fühlte ich mich gerade. Ich drohte bewusstlos zu werden, hielt mich aber tapfer weiter fest. Was blieb mir auch übrig? Das Ding schraubte sich schlingernd immer weiter in die Höhe. Es hatte sichtlich Mühe und kämpfte mit dem zusätzlichen Gewicht, das der Professor und ich ihm angehängt hatten. Ich kniff die Augen zusammen und wünschte, ich hätte eine Hand frei, um das Gleiche mit meiner Nase zu tun. Jetzt, Higgins! Springen Sie! Sofort! Was? Ich kann Sie kaum hören! Lassen Sie los! Sie sollen springen! Ich ließ los und öffnete gleichzeitig meine Augen. Beinahe zu spät, denn ich sah einen spiegelnden Untergrund in rasanter Geschwindigkeit auf mich zukommen. Haben Sie sich etwas getan? Mein Fuß. Verflixt und zugenäht. Ich muss mir den Knöchel verstaucht haben. Ist das Monster weg? Ja, keine Angst. Dort hinten fliegt es. Ja. Ein Glück. Dann kann ich jetzt ein Weilchen hier sitzen bleiben und mich etwas ausruhen. Keinesfalls, Higgins. Die Zeit drängt. Kommen Sie.
Wir müssen uns schnellstmöglich unseres Problems entledigen. Unseres Problems? Welches genau meinen Sie? Wir sind nackt, das Monster kann uns jeden Moment attackieren und wir befinden uns... Oh mein Gott, der Abgrund. Ich bin nicht schwindelfrei. Da! Schauen Sie woanders hin, Higgins. Konzentrieren Sie sich jetzt, Mann. Wir müssen unbedingt an diese bläuliche Flüssigkeit herankommen. Wo? Ah, da hinten. Ja, ich sehe sie. Mir war schwindelig. Vielleicht hatte ich mir irgendwo den Kopf gestoßen, ohne es zu merken. Pochende Schmerzen wirbelten durch meine Schläfen. Ungefähr 100 Meter weiter stand ein riesiges aquariumähnliches Gefäß. Ich kniff die Augen zusammen. Übelkeit stieg in mir auf. Wie konnte es uns nur gelingen, die Distanz zu überwinden, ohne erneut angegriffen zu werden? Ich stöhnte. Ein Halbblinder und ein Humpelnder gegen ein Riesenmonster. Ich stütze Sie, Higgins. So kommen Sie doch. Es eilt. Ist gut. Ich bin bereit. Wo ist das Ungetüm jetzt? Ich will nicht unken, aber es sieht so aus, als ob es wendet und wieder auf uns zufliegt. Dann lassen Sie uns laufen, was das Zeug hält. Igitt, ich klebe fest. Was ist das denn? Mit meiner blanken Sohle war ich in eine klebrig-bräunliche Substanz geraten, die sich wie eine große Pfütze vor uns ausbreitete. Sie zog feine Fäden, als ich zäh meinen Fuß anhob. Mehr nach links, Higgins. Es dauert zu lange, wenn wir dorthin durchlaufen. Mühsam umgingen wir die unheilvolle Pfütze, steuerten danach aber geradewegs auf unser Ziel zu. Bange Sekunden vergingen. Ich hörte meinen Puls hart klopfen, während wir uns quälend langsam unserem Ziel näherten. Dann wurde das Brummen wieder lauter. Panik stieg in mir auf. Professor, das Ungeheuer! Es greift wieder an! Laufen Sie, Higgins! Laufen Sie! Keine Sekunde zu früh warfen wir uns hinter das riesige Aquarium mit der blauen Flüssigkeit. Das Biest schien außer sich vor Zorn zu sein. Böses Brummen erfüllte die Luft. Dann prallte es mit voller Wucht gegen das Glas und drehte wieder ab. Puh, um Haaresbreite, das war knapp. Mehr Fokus, Higgins! Wir müssen das Gefäß irgendwie kippen. Haben Sie eine Idee? Kippen! Am besten stemmen wir uns mit aller Kraft gleichzeitig dagegen und schauen, ob wir es so ins Wanken bringen. Professor, legen Sie Ihre flachen Hände so hoch es nur geht an die Glaswand und dann zugleich. Kein schlechter Plan. Die Flüssigkeit beginnt sich zu bewegen. Weiter, nicht nachlassen. Zugleich. Wir haben es geschafft, Professor. Wir haben es geschafft. Higgins, schnell! Trinken Sie davon! Trinken Sie! Oh, Professor, war ich ohnmächtig? Higgins? Was? Tja. Wir sollten uns vielleicht schnellstmöglich... Sie haben recht, Higgins. Das sieht in der Tat hochnotpeinlich aus. Zwei nackte Männer auf einem Labortisch kauernd. Auf dem Boden liegt unsere Laborkleidung. Schnell ziehen wir uns an, bevor jemand hereinkommt. Vorsicht! Da liegt ja auch Ihre Brille. Hier, nehmen Sie, Professor. Tja, danke, mein Bester. Aber es hat geklappt. Mein Verkleinerungsserum funktioniert wunderbar. Und wie gut, dass ich auch gleich an das Umkehrserum gedacht habe. Ja, wie gut. Nur an den Feinheiten eines solchen Selbstexperiments müssen wir noch ein wenig arbeiten, finde ich. Nun seien Sie nicht so kleinlich, Higgins. Alles für die Forschung. Alles für die Forschung. Aber diese Nebenwirkung... Ich habe Kopfschmerzen, sage ich Ihnen. Tja, und Higgins? Sorgen Sie bitte augenblicklich dafür, dass diese lästige Stubenfliege hier verschwindet. Und gleichfalls die Kaffeepfütze und die Sauerei, die Sie mit der Fiole veranstaltet haben. Jawohl. Aber was heißt hier ich, Professor?
Sie hörten Um Haaresbreite, ein Kurzhörspiel von Stefanie Pelzer. Higgins, Oliver Weckauf. Professor, Oliver Weckauf. Regie, Nela Bruns. Intro und Credits, Monika Schmidt-Mader. Sounds und Musik, audiu.de. Eine Produktion von hörtalk.de.